herzlich willkommen hier bei One for the Game mit mir, dem Daniel. Gestern war für mich der wichtigste Tag auf der E3 und zwar hatte EA ihre Pressekonferenz und hat FIFA 16 vorgestellt. Vorab muss ich noch dazu sagen, EA hat natürlich auf der E3 mit den wichtigsten Spielen bis zum Ende hin gewartet und der Beginn von der EA-Konferenz hat um 22 Uhr abends begonnen und Ende war so circa gegen 12 Uhr, also 0 Uhr. Durch Twitch, weil Twitch abgebrochen hat. Irgendwie gab es einen Fehler und dann mittendrin bei Battlefront war dann der Stream down. Aber FIFA haben sie noch kurz gestreamt davor. Hatten wir Glück, dass es da nicht unterbrochen wurde. Und es hat sich für mich gezogen, weil ich ja eigentlich berufstätig bin und um 5 Uhr raus muss. Und somit habe ich nur 4,5 Stunden geschlafen. Aber das war es wert. Jetzt kann ich dafür ein gutes Interview euch jetzt geben, was ihr erwarten könnt von FIFA 16, beziehungsweise was man alles im Trailer explizit sehen kann. Dann labern wir mal nicht drum herum und fangen einfach mal direkt an. In der ersten Szene kann man direkt mal sehen, dass die Frauennationalmannschaften im Spiel enthalten sind, aber was Großes ist es ja nicht, dazu haben wir schon direkt ein Video gemacht. Dann kommen wir zum ersten relevanten Punkt im Trailer und man sieht im Hintergrund Ronaldo einlaufen. Und wer es schon bemerkt hat, sein Gesicht. Sein Gesicht ist gut detailliert und viel besser als in FIFA 15. Man sieht bessere Wangenknochen, man sieht den rasierten Bart sogar. Und die Hauttexturen sehen viel realistischer aus. Man konnte auch schon in den Wallpaper von EA sehen, dass Neymar zum Beispiel ein sehr geiles Gesicht hatte. Und ich hoffe, dass EA das nicht nur für den Trailer gerendert hat, sondern dass es auch im Spiel enthalten ist. Aber ich denke doch positiv darüber. Und schätze, dass es wirklich so sein wird, weil EA einfach jedes Jahr an den Gamefaces rumschraubt und es von Jahr zu Jahr einfach geiler wird. Hier ist auch nochmal schön zu sehen, dass mein Wunsch erfüllt wurde von FIFA und es werden mehrere Spieler mit Tattoos im Spiel auch Tattoos enthalten. Das ist hammergeil, aber für einen Pro-Club weiß man noch nicht mehrere Infos. Ich hoffe, dass es gemacht wird, aber ich denke eher nicht. Aber die richtigen Spieler haben jetzt ihre Tattoos wie hier Messi und das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Und jetzt kommt die geilste Szene im ganzen Trailer, finde ich so. Und zwar wird hiermit angekündigt, dass neue Tricks im Spiel enthalten sind. Und mit was für einem Skill das präsentiert wird, Hammer. Ich liebe diesen Skill, ich werde ihn overusen und gönnt ihn euch einfach. Als nächstes wird das sogenannte No-Touch Dribbling präsentiert von David Silva und zwar handelt sich es hiermit um ein Dribbling, das ohne Ball ausgeführt werden kann. Indem man kann zum Beispiel als Beispiel nehmen, das von FIFA 15, wenn man die L1-Taste gedrückt hält, dann macht er diesen Neymar-Trick, indem er neben dem Ball steht und den Fuß wackeln lässt. Das ist sogenanntes No-Touch Dribbling. Jetzt werden mehrere Tricks eingeführt, die dann zum Beispiel Finden ohne Ball oder sonstige Aktionen ohne Ball ins Spiel einfügen werden und ihr somit den Gegner stehen lassen könnt, um dann leicht an ihm vorbeizukommen, mit dieser Finte zum Beispiel. Das wird mir richtig gut gefallen, weil wir doch eigentlich ziemlich oft das dribbeln bei All for the Game und deswegen ein Hammer-Feature, wo ich einen Daumen nach oben auf jeden Fall da lasse. Dann kommen wir zu etwas, was den Feinmechanikern am meisten gefallen wird, denke ich. Falls es wirklich so im Spiel möglich sein wird, dass man jeden Ball nach oben chippen kann und direkt Fallrückzieher machen kann, wäre das natürlich ein richtig geiles Feature. Noch besser vielleicht als dieses No-Touch-Dribbling. Und ich denke, damit kann man richtig schöne Tore erzielen. Sofern es möglich ist, es in jeder Situation anzuwenden. Nebenbei ist mir auch noch was aufgefallen, das kann jetzt auch eine Vermutung sein, aber es wird mit paar Leos, also getunnelten Bällen geworben im Trailer und vielleicht ist es nun möglich ab FIFA 16 mit einer bestimmten Tastenkombination oder dem perfekten Timing deinen Gegner einfach da stehen zu lassen, indem du ihm den Ball durch die Beine schiebst. Wenn das möglich wäre in FIFA 16, dann kaufe ich mir das Spiel 5-mal. Nein, Spaß beiseite. Aber das wäre doch der Hammer, ganz ehrlich. Das ist ein neues Feature. Du hast neue Möglichkeiten damit. Du musst nicht mehr außen rumlaufen. Du brauchst nicht vielleicht
passen, um vorbeizukommen. Du kannst direkt durch den Gegner durch, indem du ihm ein Leo schiebst. Das beste Gefühl in Fußball. Hammer wäre das, wenn das wirklich möglich wäre. Nun kommen wir zu was, das wird am meisten den Verteidigern im Pro-Club-Modus gefallen. Und zwar gibt es nun ein sogenanntes Defense Agility. Und das bedeutet, ihr könnt nun schnelle Richtungswechsel mit eurem großen Verteidiger vollziehen, um am Gegner dran zu bleiben. Das wird dann wahrscheinlich schwerer für die Leute, die einen kleinen Stürmer spielen und gegen große Verteidiger spielen, weil die dann schnellere Richtungswechsel durchführen können. Dazu kommt natürlich auch, es werden neue Animationen, Grätschen, Körpereinsätze und angetäuschte Tacklings dazukommen, was es wiederum leichter macht für den Pro-Club-Modus, für die Verteidiger, den Ball von uns Stürmern zu bekommen. Ich denke, das ist ein großes Thema, was das Spiel des Pro-Club-Modus revolutionieren wird, wo wir wieder auf neue Taktiken kommen werden müssen. Und ich denke, da kann man sich mal drauf freuen, dass es doch ein bisschen anspruchsvoller für uns Stürmer zum Beispiel wird. Und zum Ende auch nochmal was für die kleinen Skiller unter euch. Ist nur eine kleine Vermutung wieder mal. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das wirklich so sein wird. Deswegen wieder angesprochen Vermutung. In dem Bild im Hintergrund seht ihr, wie man mit einem Rabona das Tor schießt. Jetzt ist die Frage, es ist natürlich möglich mit einem Rabona über Flankentaste ein Tor zu erzielen. Ist es aber jetzt in FIFA 16 möglich, einen Rabona-Schuss durchzuführen? Das ist wieder die Frage. Wenn das reinkommt, ist wieder das Spiel noch ein Stück geiler geworden als vorher. So kleine Skills, so ein bisschen FIFA Street mäßig, sowas taugt mir extrem. Und ich bin so ein riesen Fan davon, also wenn das wirklich möglich ist, mit Schuss ein Rabona-Tor zu erzielen, dann hammergeil.